Das Geile ist auch, dass du hier wirklich mal ohne Ende Bälle hast. Ne? Kleiner Raum, viele Bälle, gute Qualität, ja, gutes Licht. Dann kannst du auch effektiv trainieren. Ja. Also, ich bin gestern laufen gewesen, das erste Mal wieder. Und dann bin ich bis zu unserer Halle gelaufen und die haben da Training gehabt. So, dann haben die sich da eingespielt. Riesengroße Halle, ja, drei Riesenfelder. So, und dann jeder immer nur mit einem Ball. Boah, das ist so ätzend. Ey, da kriege ich... Da läufst du eigentlich die ganze Zeit hin. Da hast du mehr Schmerzen, dass du dich die ganze Zeit runterbückst, ja? Als dass du da irgendwie mal gespielt hast.
immer Vorhand. Ja. Und dann entweder oder? Ich schieße einfach mit, ihr könnt es ab und dann Ende. Okay. Was viele Spieler ja auch immer falsch denken. Das wundert mich aber. Bei der Belag hier. Der hat zwar den Schwamm, aber der hat nicht die Noppenstruktur. Die von dem K3 und von dem C53, die haben oben noch so eine Faser. Dadurch dämpft der nochmal so ein bisschen ein, dadurch kannst du besser Countertop-Spin machen. So, und das haben die nicht, die Pinöpel gehen halt so oben ins Ohr. Ja, dadurch, keine Ahnung, also mich würde interessieren, der MK halt, den habe ich noch selber nicht probiert, bin mal darauf gespannt, ob der auch das hat, weil viele spüren auf den, gerade in der Rückhand, weil der halt was weicher ist, aber trotzdem diesen Grip hat. Das Training ist so viel besser. Welchen hast du auf der Vorhand? Den. Ich will mal ein paar Bälle. Da kommt ja gar nichts raus. Guck dir das mal an. Warum spielst du so? Da kommt ja echt nichts raus. Dann kommt da nichts an. Beidseitig oder? Nee. Was ist die Kopfschmerz? Also dann wegen dem Druck, ja. Dann wieder vom Spiel. Ich habe jetzt so oft überlegt, die abzuschneiden. Aber. Geht jetzt nicht mehr. Jetzt geht es nicht mehr.